Hallo und herzlich willkommen, Andreas Lienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute ganz spannendes Thema, und zwar für die nächsten paar Wochen habe ich was vorbereitet für euch. Das heißt, ihr werdet die nächsten 6-8 Wochen bombardiert, und zwar mit folgendem: für die Fitness-Einsteiger, Kraftsport-Einsteiger, sehr interessantes Thema, und zwar die 10 häufigsten Fehler zum Thema Kraftsport und Fitnesstraining. Heute sind wir bei Nummer 1. Die Nummer 1 ist und bleibt und wird immer bleiben, dass mit zu hohen Belastungsgewichten trainiert wird. Das heißt, gerade der Anfänger, der orientiert sich oftmals am Fortgeschrittenen oder eben am Profi, denkt, naja, wenn der so große Gewichte benutzt, dann kann ich natürlich auch nicht so mit minimalen Gewichten rumtrainieren. Ich suche mir mal ein ordentliches Gewicht raus. Das ist in den meisten Fällen ein ganz großer Fehler. Warum? Große Gewichte provozieren in der Regel Fehler im Bewegungsablauf. Das heißt, die Bewegungsabläufe werden nicht mehr kontrolliert und sauber ausgeführt. Und das kann gerade beim Anfänger, der noch keine Stabilisatoren hat, der noch nicht genügend Gelenkschutz aufweist, kann das zu Verletzungen führen. Es kann eine momentane Verletzung sein, die im Moment passiert. Es kann aber auch sein, dass er durch die Summe der Fehlbelastungen auf Dauer nach einer gewissen Zeit eine Verletzung provoziert. Und das macht keinen Sinn. Deswegen immer darauf achten, dass man die richtigen Gewichte wählt. Und als Anfänger nutzt man lieber etwas leichtere Gewichte, und zwar wirklich etwas leichtere Gewichte, als zu schwere Gewichte. Warum? Wenn ihr schon von Anfang an den Bewegungsablauf falsch erlernt, dann wird es irgendwann mal sehr schwer, diesen falschen Bewegungsablauf wieder auszubügeln. Mit einem korrekten Bewegungsablauf zu konfrontieren. Das bedeutet, dass euer Gehirn immer wieder auf den alten und auf den falschen Bewegungsablauf zurückgreift. Deswegen gleich von vornherein, ihr lieben Anfänger, auch für Fortgeschrittene, auch für Profis: das Gewicht hat niemals vor der Last, beziehungsweise das Gewicht, die Last, hat niemals vor der Technik zu rangieren. Achtet darauf, dass ihr die Gewichte so auswählt, dass ihr saubere, kontrollierte Bewegungsabläufe absolvieren könnt. Das ist das A und das O. Und das geht nur, wenn man ohne Ego trainiert. Das heißt, versucht das Ego im Schrank zu lassen, im Spind, versucht mit Verstand zu trainieren, versucht die Belastungen sauber auszuführen. Und das könnt ihr nur erlernen, wenn die Gewichtsbelastung nicht zu hoch ausgeführt wird. Zu hohe Gewichtsbelastungen sorgen auch dafür, dass durch die unkontrollierten Bewegungsabläufe Anteile des Gelenkes überlastet werden können. Und das kann natürlich auch verfrüht zu einer Verletzung führen, verfrüht zu einem Verschleiß führen, und dann macht das Krafttraining definitiv keinen Spaß mehr. Deswegen, ihr Lieben, immer Technik vor Last, fangt mit kleinen Gewichten an, fangt an, euch dran zu gewöhnen, und dann habt ihr auf lange Sicht Spaß an eurem Krafttraining. Das war's. Das war die Nummer 1 zum Thema die häufigsten Fehler Krafttraining. Die Nummer 2 folgt bald. Bis bald.